Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im Hintergrund hört ihr eventuell meine Waschmaschine. Da könnt ihr auf jeden Fall erstmal einen netten Gruß an die Inge rauslassen. Leute, ihr habt es gesehen am Thumbnail und am Titel, habt es gelesen. Heute gibt es, oh, Bruder, endlich, ja. Somo Strong Blue. Endlich. Lange ist es her, seitdem ich den in Brasilien geraucht habe. Und ich kann euch sagen, es ist ein Brett. Ja, es ist ein Brett, auch wenn ich das jetzt schon vorwegnehme. Aber Jungs und Mädels da draußen, Somo Strong Blue. Jeder, der auf die Strong-Sorten schon steht und sagt, okay, der Blue oder der Blue Mint ist ganz nice von Somo, ja. Freunde, haltet euch einfach fest. Den werden wir heute mal kurz wegpelzen. Wir halten das Video aber kurz und knackig. Wir werden hier, Kopf muss ich gleich noch bauen, wir werden in der VUCA Grom das Ganze rauchen. Da gibt es gleich erstmal noch ein Mini-Pörnchen. Und ja, dann baue ich das Köpfchen und dann sehen wir uns gleich zum Rauchtest. Ihr seht da noch Schnitt, Pipapo, Farbe, zeige ich euch alles noch. Und dann sehen wir uns. Oh, Bruder, was ist denn heute los? Wird der schwindelig? Wird der schwindelig, Bruder, oder was? Bis gleich. So, Freunde, und willkommen zurück. Köpfchen ist angeraucht. Ja, nochmal kurzes Setup: Funnel, Kaminsieb, 3 Tonnen Koko, C26 Kohlen, Somo Strong Blue. Da zeige ich euch jetzt mal noch kurz den Tabak. Ich habe mal ganz kurz noch was abgefilmt für euch. Also nochmal kurz zum Preis für zwischendurch: 16,90 Euro. Ganze Ready to Smoke. Ist ein schwarzer Tabak. Tabak seht ihr, hat so minimale kleine, wie sagt man dazu, Blattfasern oder Astfasern oder sowas. Ja. Ihr habt es ja gerade gesehen. Fokus ist da, danke. Das Ganze soll sein Blaubeere, Menthol und natürlich diese etwas stärkere Strong-Note, sag ich mal. Es gibt hier auf jeden Fall, kann ich euch sagen, Unterschiede zwischen den Strong-Sorten und der normalen Blue-Sorte jetzt zum Beispiel. Ja, Strong, Grundtabak ist ein bisschen stärker, muss man auch sagen. Wenn ihr den, ich sag mal, ein bisschen mehr andrückt oder ein bisschen fluffiger baut, also bei dem fluffigeren wird der ein bisschen kräftiger, sage ich, und bei dem etwas andrücken, sage ich mal, ist es für mich so, die Stärke, die drin ist, völlig gut auszuhalten für mich. Ich habe den jetzt ein bisschen fluffiger gebaut, da merkt ihr auf jeden Fall, ja, der ist schon etwas stärker, aber ich halte es aus, ja. Für Anfänger würde ich jetzt sagen, probiert es vielleicht in dem Funnel zu bauen und drückt den Tabak ein bisschen an. Nicht ganz so fluffy, ansonsten denkt ihr euch, Bruder, ja, da muss ich aber los. Hitzeverträglichkeit von Somo ist einfach gigantisch. Also die Kohlen liegen fast komplett in der Mitte. Ich habe mich mal ein bisschen rumgetestet. Am Anfang ein bisschen mehr Hitze, mal wieder ein bisschen weniger Hitze. Also ihr könnt den eigentlich, grob gesagt, komplett in die Schnauze hauen. Ja, ihr könnt den komplett auf die Fresse geben. Theoretisch könnt ihr noch eine vierte Kohle nachlegen. Irgendwann wird es vielleicht ein bisschen zu stark, ja. Aber da könnt ihr wirklich easy peasy damit arbeiten, mit der Hitze. Dass ihr sagt, okay, ihr macht ein bisschen weniger Hitze, wenn es euch zu stark wird. Oder wenn ihr sagt, jetzt will ich es mir aber mal richtig geben heute. Dann macht ihr mehr Hitze. Der Tabak verbrennt nicht. Also ich habe es noch nie geschafft, dass der Tabak verbrannt geschmeckt hat oder dass er mir verbrannt ist, sodass ich sagen muss, alles klar, den kann ich jetzt nicht mehr retten. Hier kann ich auspusten, wie ich will. Hier kann ich ein Closed Chamber System haben, wie ich will. Da kann ich die Kohle runternehmen, den Kopf nochmal durchpusten. Der Tabak ist breit. Habe ich noch nicht geschafft. Falls ihr das schon mal geschafft habt und ihr sagt, okay, Digga, ich habe mal Somo geraucht, ja, völlig verbrannt. Ihr könnt auch mal bitte in die Kommentare schreiben, weil ich das sehr oft lese. Vertragt ihr diese Strong-Sorten? Ja, ich habe einige Nachrichten auf Instagram bekommen. Oh, Digga, ich habe mir jetzt eine Strong-Sorten geholt. Haut mich ja übelst weg, ja. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Klar, wenn man jetzt nur, ich sag mal, normalen Virginia oder so raucht, normal im Tonkopf und damit noch keine Erfahrung hatte mit einer Strong-Sorte oder mit Adaya Black, Cane Mint zum Beispiel, sowas, ja. Das ist dann schon kräftiger. Da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Oder man sagt, Digga, das ist mir wirklich ein bisschen zu viel, ich bleib bei den normalen Sorten. Ist ja alles in Ordnung. Ich kann dir nur sagen, Strong Blue, Freunde,
Geil. Ne? Ich habe lange, lange, lange kein Blue Mint mehr, seit Alvaha damals geraucht. Danach habe ich eigentlich keinen Blue Mint oder einen Blue Tabak gefeiert, wo ich sage, okay, da war ich nice. Es hat damals angefangen mit dem Somo Blue, mit dem normalen, den fand ich gut. Dann kam der Blue Mint, den finde ich persönlich besser. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob zwischen dem Blue und dem Blue Mint noch andere Rezeptoren oder Geschmacksdinger da drin sind in dem Tabak. Den Blue Mint finde ich geiler, den mische ich halt auch mit Strong Mint. Und der Strong Blue, als ob ich den Tabak gemacht habe. Ja, wirklich, muss ich hier persönlich sagen, es ist genau meins. Ich feiere diese Blaubeerennote sehr, sehr hart. Und ja, das Döschen wird safe nicht lange überleben. Ja, Freunde, dann soll es auch schon gewesen sein. Kurzes, knackiges Ding. Also, wer sich den Strong Blue zulegen will, ist ab sofort verfügbar. Checkt den ab, Blaubeere-Menthol. Diese Mentholnote ist auch nicht zu krass, dass es erstens in den Augen sticht. Ich merke gerade, wir haben gar keinen Geruchstest gemacht am Anfang. Ja, kann ich bestätigen. Sticht jetzt nicht rein. Ja, habe ich keine verzogenen Augen. Ist eine sehr angenehme Mentholnote. Ja, und die Blue-Note, wie gesagt, genau. Oder als ob der Tabak auf mich geschnitten ist. Ja, wirklich sehr, sehr lecker. Gibt es auf jeden Fall eine Kauf- und Probierempfehlung von mir. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr den schon probiert habt oder jetzt euch nach dem Video kauft und den geraucht habt, wie er euch geschmeckt hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Positive Bewertung könnt ihr natürlich hinterlassen. Und ein Abo. Und wir sehen uns einfach am Sonntag wieder. Haut rein, euer Schmidt.